Davi Engineering, first class of workplace engineering. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Thomas Schmidt. Ich leite den IT-Bereich einer Klinik und ich wende mich heute an Sie, meine Kollegen im IT-Management. Aber ganz besonders wende ich mich an Finanzchefs und Controller, an alle, die Kosten im IT-Bereich nachhaltig reduzieren wollen. Softwareverteilung war für mich als Thema eigentlich völlig uninteressant, bis vor einiger Zeit. Ich habe meine Experten, die dafür sorgen, dass alle Mitarbeitenden in unserer Klinik Arbeitsplätze haben, mit denen sie ihr Tagesgeschäft effektiv bewältigen können. Dass die Vorbereitung der Software für die automatische Verteilung geradezu unglaubliche Kosten generiert, ist mir erst jetzt so richtig bewusst geworden. Ich will Ihnen gerne erläutern, woher diese Kosten kommen. Wie in vielen anderen Unternehmen auch, haben meine Leute die Applikationsrepaketierung angewendet, um unsere vielfältige Anwendungssoftware für die automatisierte Verteilung vorzubereiten. Erst bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die MSI-Repaketierung als Kostentreiber erster Güte. Warum? Das Verfahren selbst ist außerordentlich aufwendig und dazu noch fehleranfällig. Hohe Kosten entstehen also nicht nur durch das Verfahren selbst, sondern auch durch die meist notwendige Nachbearbeitung. Und die Hersteller der Anwendersoftware bieten keine Unterstützung für repaketierte Software. Vor einiger Zeit hat mir nun, endlich muss ich sagen, ein Kollege die Augen geöffnet. Er hat mir einen ganz simplen Trick erklärt, was der Unterschied zwischen Repaketierung und einem viel effizienteren Verfahren ist. Er nannte das Automatisierung. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Durch eine Repaketierung mit dem Snapshot-Verfahren wird nur der Teil einer Applikation verpackt, der nach der Installation auf dem PC verbleibt. Es werden lediglich Installationsveränderungen aufgezeichnet und berücksichtigt, nicht die Logik. Andere Teile der Installation werden ignoriert und abgeschnitten. Die gesamte vom Anbieter aufwendig erarbeitete und getestete Installationsroutine wird zerstört, um dann, mit viel Aufwand, in einem anderen Format nachgebildet zu werden. Je aufwendiger der Hersteller die Installation vorbereitet hat, desto mehr Aufwand erfordert die Repaketierung. Bei der Automatisierung dagegen wird die vom Hersteller erarbeitete Installationsroutine vollständig verwendet und nur die benötigten Module werden installiert. Nicht benötigte Module bleiben im Hersteller-Setup erhalten und können bei Bedarf verwendet werden. Sie sind für alle zukünftigen Updates und Patches vorhanden. Der Aufwand fällt durch eine Automatisierung deutlich geringer aus. Eines muss man natürlich auch feststellen. Es ist klar, dass es erst ab einer bestimmten Anzahl von PCs in einem Unternehmen Sinn macht, diese automatisch zu managen. Und es erst ab einer bestimmten Anzahl von Applikationen Sinn macht, Automatisierungsmechanismen einzuführen. Andererseits macht es aber auch keinen Sinn, tagelang nach einem Fehler auf einem PC zu suchen, wenn eine automatisierte Neuinstallation gerade mal eine Stunde dauert. Man kann das alles natürlich ignorieren, aber über die Kostenfolgen sollte man sich im Klaren sein. Übrigens, für Sie vielleicht auch noch wichtig, automatisierte Applikationen sind völlig unabhängig vom Verteilsystem. Viele Verteilsysteme, wie beispielsweise Barramundi, nutzen integrierte Automatisierungsmechanismen. Es werden sogar Applikationen automatisiert, bei denen der Hersteller diese Möglichkeit gar nicht vorsieht. Dabei nutzen sie vielfältige Methoden, unterstützt von hilfreichen Assistenten. Summe über alles erweist sich die Applikationsautomatisierung als die effizienteste und wirtschaftlichste Lösung auch für Ihr Unternehmen. Was wir dabei gewonnen haben? Viel, viel Zeit, um wichtigere Dinge für unsere internen Kunden zu erledigen. Wir haben 50 Stunden Repaketierung durch 5 Stunden Automatisierung ersetzt und dadurch ist es jetzt auch möglich, wichtige Updates über Nacht auszuliefern. Davi Engineering, First Class of Workplace Engineering.